Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, beim letzten Mal sind wir genau hier stehen geblieben. Und zwar ist das hier mitten im Schlachtfeld. Da hat die Einführungsquest aufgehört und ja, wir sollen mit Cella sprechen. Jetzt würde mich mal interessieren, ob ich direkt mit ihr spreche, wenn ich da drauf klicke. Ah ne, das ist nur das Bewegen. Okay. Is everyone okay? Geht es dir gut? Ich hätte nicht erwartet, dass die Dämonen hierher kommen. Sie müssen vorgestern gesehen haben, dass wir hier Unterschlupf suchen würden. Eurya, die Eiskönigin. Sie ist ein ernstzunehmender Feind. Sternenrufer. Sternenrufer die? Ich denke mal, das soll ein zweiter Satz sein. Die Dämonen haben lange versucht, die Astellianer zu finden. Eurya scheint jedes Mittel recht zu sein. Sie scheint sogar noch verzweifelter zu sein, als wir angenommen haben. Die Stahlfaustritter werden die Skelettritter schon besiegen können. Aber der Centurio ist ein Problem. Das ist das Gegenteil von dem, was vor 130 Jahren passiert ist. Ich ziehe mich mit Faye in die Abtei zurück. Finde Aydin von den Stahlfaustrittern und folge seinen Befehlen. Wenn dieser Ort fällt, können wir Fays Sicherheit nicht garantieren. The one who helped us is the Norden Priestess, Cella. Master, you probably saw her power back in Solodius. We have to believe in Cella right now. Wir müssen jetzt an Cella glauben. Okay, wo muss ich hin? Moment, hier oben ist. Belohnung für die Anmeldezeit. Tägliche Login-Belohnung einfordern. Truthahn braten. Okay. Für 30 Minuten erhöhen sich die Charakter-EXP um 10% durch Runen und Stärken-Server. Okay. Ja. Erhalten. Also das bleibt anscheinend hier oben drin, so wie ich das jetzt verstehe. Okay, triff dich mit Aydin, um dir ein Bild von der Lage zu verschaffen. Da laufen wir nochmal automatisch hin. Knights, regroup! Wie ist die Lage? Bist du ein Astellianer? Die Dämonen haben uns überfallen. Kannst du uns bitte etwas Zeit verschaffen, damit die Ritter sich neu formieren können? Klar. You can handle a couple of demons without much problem, but they have a centurion with them. Ja, sie werden von einem Centurion begleitet. Master, we should help with the coastal defense for now. If they take this place, we won't have a second chance. Okay. Dann machen wir das doch mal. Ach, hier kann man runter. Ah, okay. Der macht wesentlich mehr Schaden. Okay, ich denke mal, wir sollen jetzt alle hier besiegen. Nehme ich mal an. Sirius! Rota! Sirius! Wo ist der Fleischklops da vorne? So kann ich die nicht machen. Kann man was einsammeln? Okay, konnte ich hier auch was einsammeln? Hab ich gar nicht gesehen.
Okay, und wenn ich... Wir haben die erste Welle Dämonen besiegt. Wir sollten zu Aydin gehen. Okay. Kannst nicht mehr sammeln. Wieso kann ich nicht mehr sammeln? Ein Zeichen, das beweist, dass der Besitzer ein Dämon ist. Unbekannter Nutzen. Okay. Ja gut. Dann sprechen wir nochmal mit Aydin. Hold the line. Sion is coming. Asteliana, deine Fähigkeiten sind beeindruckend. Ich habe gesehen, wie du die Skelette alleine besiegt hast. Naja. Wir haben auch mitgemacht. Hast du nicht gesehen, wie Astels unserem Meister geholfen haben? Abgeschlossen? Sir Handemar und Sion bereiten sich darauf vor, die Monster aufzuhalten. Bitte verschaff uns so lange mit der Kanone etwas Zeit. Schieße mit der Kanone auf den Riesen und erstatte Turand Bericht. Okay. We have to stop the Centurion. Why don't you try using the cannons behind you? Da ist eine Kanone. In die ich reinlaufen kann? Okay. Ach so. Okay. Ich denke, ich soll gut drücken. Nein. Habe ich jetzt eine Kugel? Ich verstehe es noch nicht ganz. Ja, der zeigt mir doch immer an, dass ich eine Kugel genommen habe. Jetzt ist es weg. Okay. Probieren wir es nochmal. Centurion is hit, but it's ineffective. Ordinary cannonballs seem to have no effect. Go find Turand. We must find another way. Also, der ist ziemlich unbeeindruckt. Ich weiß nicht, wo Turand jetzt ist. Achso, hier. Do not fall back. It's all over for the village if this place falls. Du musst durchhalten, bis Sion erscheint. Ruhm. Achso, Ruhm den Stahlfaustrittern. Turand, normale Kanonenkugeln werden gegen den Centurion nichts ausrichten. Mach dir keine Sorgen. Sir Handemar und Sion sind eingetroffen. Sternenrufer, bitte. Hilf Sir Handemar dabei, etwas Zeit zu gewinnen, damit Sion die Macht des Atra sammeln kann. Okay. Ich suche nach Handemar. Dann geh auch dahin. Sion, the holy light is with us. Don't fear and keep fighting. Was? Es ist Sion nicht gelungen, sie aufzuhalten. Wir brauchen die Artillerie für Feuerunterstützung. Das wird allerdings das Eis zerstören. Und dann ist alles verloren. Du scheinst mir ein erfahrener Sternrufer zu sein. Hast du eine Idee? Es ist seltsam, dass das Monster so stark ist, obwohl Euria sich nicht in der Nähe befindet. Das muss bedeuten, dass ein dunkles Artefakt gibt, das Eurias Macht überträgt. Wir müssen es finden und zerstören. Ich möchte, dass du dich darum kümmerst. Dann zähle ich auf dich. Okay. Sion is a powerful star caller. But
Let's go, Master. The corrupted. Ja, also audiotechnisch haben sie wohl noch so einige Probleme, weil die meisten Zeilen dann irgendwie gar nicht gesprochen werden. Okay, also wir müssen das dunkle Artefakt finden und es zerstören. Ich hoffe, das ist... Ja, okay, sie rennt jetzt von dem Riesenviech weg. Das ist gut. Kann ich nicht irgendwie aufs Pferd aufsetzen? Ah! Oh, sie rennt doch nicht weg. Ah, da ist ein Artefakt. Rennen wir einfach mal durch. Warum auch nicht? Hin. Aber so wirklich viel schneller ist das mit dem Pferd jetzt auch nicht, oder? From these kiosks. Be careful, Master. We need the power of the stars to break the darkness. Achso, das ist meine Ausdauer wahrscheinlich. Da müsste das unterste meine Ausdauer sein. Und blau ist ja normalerweise immer die Magie. Ich weiß jetzt nicht, wie es hier ist. Wo müssen wir denn hin? Wo kam der denn jetzt her? Besiege dämonische Beschwörer. Hallo, du sollst ihn angreifen. Okay, ich schick sie einfach mal vor. Und lass sie einfach mal kämpfen. Oh oh. Sieht mir aber da hinten nicht so gut aus. Rota! Das ist cool. Rota. Sirius. Lightning bolt. Shot!
Klettere zum Versteck. We need the power of the stars to break the darkness. Also an die Hallo. Because humans are clueless about their own fate. They struggle and resist as hard as they can. One by one. The small lights of resistance come together to finally create the stars that fill the sky. Also an die langen Ladezeiten werde ich mich nie gewöhnen, das wollte ich eigentlich gerade gesagt haben. Aber was irgendwie sehr seltsam ist, dass die Grafik immer schlechter wird von Video zu Video. Das finde ich ein bisschen komisch. Und dass da oben so ein komisches Banner hängt. Nein, und dass es so am Ruckeln ist. Weil ich habe einen nicht allzu alten Gaming-PC. Ich meine, gut, was heißt schon neu, was heißt schon alt? Also er ist jetzt mittlerweile von letzten Jahr. Aber da war er halt auf dem neuesten Stand. Und ja, die Internetverbindung ist im Moment auch super. Das kann ich auch sehen. Da achte ich nämlich immer sehr drauf bei solchen Sachen. Keine Ahnung, warum das so am Ruckeln ist. Klar, ist alles auf der höchsten Auflösung drin. Ist ja auch bei keinem Spiel bisher ein Thema gewesen.
Die höchste Auflösung packt der Rechner ja locker. Ja. Also woran es jetzt lag, weiß ich nicht. Hier sieht es jetzt auch schon wieder besser aus von der Grafik her. Es ist auch nicht am Ruckeln momentan. Deswegen bin ich jetzt etwas verwirrt. Ja, ich soll Zella sagen, dass ich auf Abenteuerreise gehe. Da ich jetzt nicht weiß, ob dann nochmal eine neue Zwischensequenz kommt oder nicht, verabschiede ich mich hier schon mal für diese Folge und werde jetzt noch eben mit Zella reden und werde dann die Abenteuerreise im nächsten Video zeigen. Bis dann. Ciao. It's time to leave now. Ich glaube, die Zeit ist endlich gekommen. 4 Monate. Irgendwie war es zugleich eine lange und sehr kurze Zeit. Bist du bereit? Die Macht des Astellianers ruht auf den Astells. Geh zur Sternenrufergilde und erfahrt mehr über Astells. Bitte, suche Fae. The Guardians will share all of the necessary knowledge.